Herzlich willkommen zurück zu One Piece Pirate Warriors 3 mit Arezo. Ich bin Arezo, wir sind immer noch auf der Insel Kokos und... Hoppala. Und, was wollte ich sagen? Und bekämpfen die Fischmenschen-Piraten von Arlong. Beziehungsweise nicht die Fischmenschen-Piraten, die hießen die Sonnenpiraten, wenn ich es gerade richtig in Erinnerung habe. Hoppala. Oh, gut zu wissen, ich habe gar nicht alle... Leute hier gelevelt, also nicht gelevelt, sondern aufgeladen quasi. Warum kam denn jetzt das Sanji nicht an, um zu kämpfen? Los, Sanji, komm mit. Kämpf. Wo ist Sanji hin? Warum macht er nichts? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Eigentlich hätte der doch jetzt auftauchen müssen. Ich nehme an, hier komme ich nicht durch. Ich nahm richtig an. Vielleicht verstehe ich das Spiel ja doch. Geht weg. Hoppala. Okay. Wo will ich hin? Ich will hier nach Osten. Dort haben wir erstmal einen Piraten-Captain, den wir uns schnappen. Ist natürlich kein wirklicher Captain, aber irgendwie mussten sie die Kommandanten hier ja benennen, ne? Hoppala. Entschuldigung. Oh! Die sind ja schon da. Und komm, Gewehr. Ja, das hat viel zu wenig Schaden gemacht. Ah, und da konnte jetzt auch Sanji mitkämpfen. Gut. Und dort wieder. Ich weiß nicht, warum er eben nicht kam, weil scheinbar hat er eigentlich nicht wirklich was. Obwohl, doch, ich glaube... wir haben immer diese Dreier-Kombination, wenn man einfach dreimal die gleiche Taste drückt. Hier in diesem Fall diese Gum-Gum-Peitsche-Taste. Und dann ein viertes Mal, dann kommt Sanji, beziehungsweise wen auch immer man gerade als entsprechenden Gleiter ausgewählt hat. Wenn man eine andere Kombo macht, dann kriegt man sie offenbar nicht mit. Na, kommt. Und wieder ein Territorium eingenommen. Warum liege ich denn jetzt am Boden? So, und da oben haben wir schon wieder ein paar Gebiete, die aus irgendeinem Grund dem Feind gehören. Oh. Haben meine Leute es wohl selbst gerade eingenommen? Sehr gut. Gut, wir müssen Schalter zerstören. Kriegen wir hin, oder? Und der da liegt. Sehr gut. Wo finde ich jetzt die Schalter? Wäre schön, wenn die Schalter auch auf der Karte sind. Wären. Da sind sie doch. Worüber beschwere ich mich eigentlich? Sie sind markiert mit riesigen Ausrufezeichen und ich will sie noch mehr markiert haben. Gut, jetzt gehe ich noch schnell diese Basis dort abholen und dann wenden wir uns nach Süden und zerstören die Schalter. Hoppala. Sehr gut. Und runter geht's. Und auf dem Weg nehmen wir noch einen Captain mit. Sehr schön. Hoppala, verfehlt. Getroffen. Und... Verdammt. Theoretisch kann man das ja aufladen, aber ich weiß gar nicht, ob das mehr Schaden macht. Aua. Und da macht, glaube ich, Mist auf den ersten Schalter. Ja, sehr gut. Dann gehen wir mal schnell den zweiten Schalter machen. Wir wollen ja nicht Lissop alles machen lassen. Wäre etwas peinlich. Schließlich ist er der Schwester der Truppe. Entschuldigung, hier müsste doch irgendwo ein Schalter... Ach, da ist er doch. Auf dem Weg.
So, wo haben wir jetzt diesen Schalter? Da ist er. Ist er schon kaputt? Oh, sehr gut. Dann schnappen wir uns schnell den letzten Schalter. Aus dem Weg, aus dem Weg. Weiter aus dem Weg. Ja auch. Und hier haben wir noch ein Gebiet einzunehmen. Und wo müssen wir lang? Oh, da haben wir noch einen Captain. Wie gesagt, hier finde ich es ein bisschen schade. Wir haben eigentlich einige sehr gute Kommandanten dabei gehabt, die leider vollkommen ignoriert werden für die Story in diesem Spiel. Hätte man auch definitiv mehr rausholen können noch. Wobei das Spiel jetzt definitiv nicht schlecht ist. Macht durchaus Spaß, auch wenn ich die meiste Zeit nicht wirklich Ahnung habe, ob ich gerade das Richtige mache. Oder was ich mache. Dann. Und da sind wir durch. Auch wenn ich eigentlich dachte, hier wäre noch ein Schalter. Achso, klar, ich musste erst den Weg aufmachen und da hinten ist der Schalter. Entschuldigung. Und damit ist der Schalter weg. Sanji zählt genauso gut wie ich. Was leider nicht gut für uns ist. Okay, Moment. Machen wir es so. Damit treffe ich. Manchmal. Und noch ein Captain. Yay. Dorfbewohner flieht, das ist nicht gut. Ja, ich würde sie ja auch gerne beschützen, wenn ich genau wüsste, wo der jetzt ist, der Probleme hat. Achso, wenn die noch einen blauen Kreis drum haben, sind sie es oder was? Ganz ruhig, Okta. Um dich kümmere ich mich später auch noch. Nein, der hat zwar einen blauen Kreis drum, allerdings ist der nicht zu stark verwundet gewesen. Hm. Okay, wie sieht's mit dem da hinten aus? Kommen wir da überhaupt hin? Irgendwie? Achso, ja. Einfach um die Kurve rumgehen. Aber denen geht's auch gut. Hm. Okay, dann hoffen wir einfach, dass es den Leuten weiter gut geht. Okay, jetzt sehe ich, dass jemand in Schwierigkeiten ist. Das ist Lysop. Aber das ist definitiv nicht lang genug auf der Karte eingezeichnet. Achso, er war jetzt nicht mehr. Ach, können die anderen auch wieder... Also quasi wiederbeleben? Aua. Okay, Okta, jetzt hast du mich sauer gemacht. Freundschaftsmodus. Freundschaftsmodus? Wo ist der Freundschaftsmodus? Da ist der Freundschaftsmodus. Und zuschlagen. Und zu treten. Und bam. Ui, Zusatzmünzen und Heilung. Ach ja, dazu ist vielleicht zu sagen, das kommt hier auch überhaupt nicht rüber. Die Fischmenschen-Piraten sind ziemliche Rassisten. Ich meine, sie haben einen gewissen Grund dafür. Allerdings ist es trotzdem nicht insgesamt rechtfertigbar. Hoppala. Hoppala. Das ging jetzt schon wieder? Okay. Brauch mal schnell irgendwas, wo ich das, den Kizuna Rush benutzen kann. Ich sollte vielleicht anfangen, den Kizuna Rush zu nennen. Weil Freundschaftsmodus klingt irgendwie ein bisschen kitschig, ne? Verdammt, ich bin auf der vollkommen falschen Seite. Also nicht im Sinne von... Okay, Moment. So. Einfach, weil wir es können. Also jetzt hat der größte Overkill, den man machen kann. Obwohl, nein, der größte wäre es für einen, der eh schon aufgegeben hat. Also einen Einzelnen, der eh schon aufgegeben hat. So. Nein, was tue ich denn? Ich wollte die Kamera bewegen. Ach Gott. Los geht's. Aber die Bedenken, die ich am Ende der letzten Folge hatte, sind wenigstens unbegründet. Ich schaffe das hier offenbar ohne Probleme in dieser Folge. Obwohl,
Der Kampf gegen Arlong war der erste wirklich schlimme Kampf in der Serie. Könnte hier auch so sein. Obwohl, hier hatten wir ja auch schon Mihawk, wo ich eine ganze Folge für gebraucht habe. Heilung genommen, obwohl ich es nicht brauchte. Ist in Ordnung. Ach komm schon, lasst mich durch. Okay, der ist erledigt. Öffne einen Weg nach Arlongs Turm. Ja, aber wo denn? Das Ganze hier, was übrigens auch überhaupt nicht erwähnt wurde, ist übrigens der Arlong Park. Arlong hat sich quasi einen riesigen Freizeitpark für seine Bande gebaut, bloß dass es nicht wirklich ein Freizeitpark ist, sondern nur so genannt wird. Verstehe, einer die bösen Piratenkapitäne. Kann ich hier durch? Lass mich durch! Okay, vielleicht muss ich auf die andere Seite davon und dort erstmal den Weg öffnen. Gucken wir mal. Schnell, schnell. Ich meine, das ist der einzige Ort, wo ich bisher noch nicht war, ne? Obwohl, wenn... Ah, jetzt habe ich keinen Cursor. Da oben im Nordosten gibt es auch noch eine Stelle, die genauso beschaffen ist. Da bin ich auch noch nicht gewesen. Verdammt, ich will rein. Wahrscheinlich habe ich wieder irgendeinen Hinweis überlesen. Oh, Geld. Oh, viel Geld. Bisschen doof, dass ich es nie brauche. Ja, bisher nicht. Dann laufen wir mal. Also wir haben Arlong auf jeden Fall eingekesselt. Das ist doch schon mal gut. Er hat keine Piraten mehr draußen. Und ich muss bloß noch irgendwie den Weg über den Wasserfall schaffen. Warum leuchtet denn der so lila? Sieht nicht gesund aus. Öffne einen Weg nach Arlongs Turm. Ich versuch's ja. Viel schön, dass sie hier überall Orangenbäume hingepackt haben. Die haben für Nami einen gewissen Sinn. Oh, ganz, ganz, ganz viele Berry. Sehr schön. Ich habe vorhin Gold gesagt, ne? Ich sag meistens Gold, wenn es um Währungen geht. Gut, denn Belmer, also die ihre Ziehmutter, hatte einen wirklichen, na, Bären. Nicht Bären. Wieso Bären? Ein richtiges Orangenfeld. Und da hat sie dann eben auch quasi gelebt. Also nicht nur Belmer, sondern lasst mich rein! Sondern auch Nami und ihre Schwester. Wobei ich mich gerade frage, ob ihre Schwester nicht vielleicht Belmer war und ich den Namen der Mutter die ganze Zeit falsch im Gedächtnis habe. Nee, okay, die Ziehschwester, oder ich bin nicht sicher, ob es die Ziehschwester oder die richtige Schwester war, ist Nojiko, glaube ich. Müsste. Ist ewig her, ich sollte die Serie mal wieder gucken. Oder vielleicht auch lesen. Ich nehme ja schon seit Ewigkeiten vor, mal den Manga zu lesen, aber ja, komme nicht dazu. Vor allen Dingen wegen der Beschaffung. Lass mich rein! Ach Gott. Also gut, den Schalter hatte ich gedrückt, das ist klar. Gibt es hier vielleicht Kampfgeschichte? Hier, sieh die Nachricht. Das sieht doch gut an. Gut aus. Der Ort Zentral, Kanalfestung West wurde angenommen und die Tore geöffnet. Sieht hier irgendwas richtig aus? Da sind die Leute kurz vor dem Rückzug. Wir sind schon bei 61 Minuten noch. Das kann ich nicht glauben. Die letzte Folge ging nur ein bisschen über 20 Minuten. Diese hier ist noch bei 50. Das haut nicht hin. Scharfschützen mit Scheiter mit Scharfschützen Modus besiegt, ja, sehr gut. Erlange Kontrolle über das feindliche Territorium. Wo wurde denn das gesagt?
Nami ist aufgetaucht, ja, okay. Sonnenpiraten rücken vor, das war im Nordwesten. Wieder feindlich, Kontrolle über feindliches Territorium übernehmen. Moment, wir gehen mal bis ganz zum Ende und dann... Ah, Moment, ich glaube, wenn ich... Ja, okay. Kanonier-Captain wurde besiegt. Im Moment. Ich suche gerade hier die letzte... die letzte Nachricht. Hier, Ruffy hat Zentralkanalfestung West eingenommen. Das war dort, wo es jetzt leuchtet. Aber... ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Dieser verdammte Wasserfall. Okay, dieser 61 Minuten Timestamp wird einfach falsch sein. Gut, wir gehen nochmal von der anderen Seite ran. Da muss ich irgendwas übersehen haben. Gleich sind wir da. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll oder ärgern darüber, dass nicht die Original-Anime-Musik hier drin benutzt wird. Ärgerlich ist es, weil ein Stückchen vom Feeling dadurch natürlich weggeht. Wenn ich mit einem hiervon rede. Warum steht ihr eigentlich hier alle so gebündelt? Was soll das? Gibt's hier was umsonst? Ist hier ein Unfall geschehen? Seid ihr Gaffer? Geht weg. Haut ab. Okay, weiter. Aber wenn sie die Originalmusik nehmen würden, dann würden die Videos wahrscheinlich entweder gesperrt werden oder monetarisiert vom Rechtebesitzer. Was zum... Ich war hier doch schon! Okay, kein Problem. Ja, wer von euch? Gut, Arlong besiegen. Och, ich finde schön, dass er direkt angekratzt beginnt. Und... wunderbar. Oh oh. Was ihr dort übrigens seht, wenn er mit den Händen angreift, ist sein eigenes Gebiss, das er sich rausgezogen hat. Er ist ein Haifischmensch, also die Fischmenschen sind immer Fischmenschen von einem bestimmten Typ. Also die entsprechen dann jeweils einem entsprechenden... einem entsprechenden Fisch. Bei ihm ist es ein Hai und bei Haien wachsen die Zähne ja immer wieder nach. Hier wurde das dann quasi auf 11 gemacht, auf 11 gebracht und oh oh, oh oh, nein! Oh Gott. Und er kann die in Sekunden neu nachwachsen lassen. Weißt du was? Warum mache ich mir eigentlich die Mühe und greife den so an? Bam! Und direkt nochmal. Bam! Und das reicht mir nicht. Kizuna-Wasch. Und bam. Schläge, Tritte, Schnitte. Oh, Schatzereignis. Yay. Du hast doch Hilfe! Mensch! Achso, okay, ich weiß wieder warum. Ja, okay, im Anime war der Dialog etwas länger. Da
hat Arlong eben seine Fähigkeiten als Captain angezweifelt. Weil Ruffy zugegeben hat, dass er auf seine Freunde angewiesen ist. Und dazu ist jetzt diese Rede. Hoppala. Jetzt wäre es ganz gut, wenn ich was treffen könnte. Aua. Also auf der Tastatur meine ich. Ui. Wo bist du? Hallo, komm zurück. Oh, okay, du kannst wieder gehen. Wow. Und ich treffe ihn mit kaum was. Okay, damit treffe ich ihn ab und zu. Und das ist eigentlich auch schon genug. Und direkt nochmal. Oh, oh. Obwohl, eigentlich dadurch, dass er die ganze Zeit auflädt, habe ich eine viel bessere Chance, ihn zu besiegen immer. Da sind sie übrigens gerade im Prinzip in Namis Zimmer. Wenn er da auf die Ruinen guckt, dann könnt ihr übrigens Arlong Park drin sehen. Das ist das, was ich vorhin angesprochen hatte. Bei den Artworks hätten sie sich aber wirklich ein bisschen Mühe geben können und wenigstens die Leute reinbringen, die so spieltechnisch nicht drin sind. Ich meine, ich kann verstehen, dass sie nicht für jeden kleineren Charakter ein 3D-Modell machen wollen, aber wenn man es eh schon zeichnet, dann kann man auch die kleineren mit reinnehmen. Und hier wird die Abschlusszeit auch richtig angezeigt, 31 Minuten. Ich weiß nicht, warum da vorhin 61 stand. Bezog sich das überhaupt auf die Spielzeit? Naja, okay, besiegte Gegner nur ein A, das ist erstaunlich. Normalerweise habe ich da S. Aber dafür ist die Abschlusszeit diesmal A. Das ist auch erstaunlich. Gewöhnlich habe ich da B. Tja, okay. Dann Abschlussbonus. Ach Gott. Bonus für den Abschluss mit einem niedrigen Level. Okay. Vielleicht sollte ich mir mal durchlesen, welche Level dort vorgeschlagen sind immer. So, schließe Arlong Park ab. Yay. Toll, eine Bedingung erfüllt. Und hier kommen die Crew-Level. Gut. Fähigkeiten-Poster von Arlong und Okta erhalten. Ich weiß immer noch nicht, was mir die Fähigkeiten-Poster von den
Feinden bringen sollen. Ich kann sie offenbar nicht spielen. Es gibt noch einige Bedingungen für die Freischaltung der Fähigkeit Weisheit des Scharfschützen. Du findest sie auf dem Fähigkeitenposter. Okay. Dann sollte ich da vielleicht mal irgendwann vorbeischauen. Erhaltene Münzen. 5 für Ruffy, weil ich ihn gespielt habe. Je 2 für Zoro, Nami und Lysop. 5 für Sanji. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich ihn öfter benutzt habe als Kizuna-Kämpfer. 4 Arlong-Münzen, 10 Okta-Münzen. Ist doch ganz gut. Nein, ich will die Münzen nicht automatisch einfügen. Bringt euch denn auf solche komischen Ideen? Oh, Weisheit des Captains. Die Leistungsdichte für Spezialangriffe füllt sich von selbst. Das ist cool. Das will ich haben. So. Wird sich wahrscheinlich nur langsam dazu gesehen, die Kizuna-Energie. Aber immerhin. So, jetzt muss ich mal langsam nach hier. In der Galerie sind Dinge freigeschaltet schon wieder. Ich muss irgendwann mal wissen, wo ich was kaufen kann. Schatzliste. Und kampfgesammelte Gegenstände. Nee. Legende ansehen, nein. Ich suche gerade den Berry Shop. Der muss ja irgendwo sein. Hier nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Vielleicht sollte ich es mal nachschlagen einfach. Oder einfach out of screen nachgucken. Ja, okay, in den Optionen wäre es auch sehr merkwürdig gewesen. Das muss hier unter Galerie irgendwo sein. Ach Gott. Spielereignisse, Hintergrundmusik. Vielleicht in der Schatzliste. Fähigkeitenposter. Oh! Hier haben wir... Ah, Trafalgar Lord zum Beispiel. Ja, kümmern wir uns später drum. Den haben wir auch wieder nur durch den DLC. Hier. Ach, guck einer an. Ich glaube, es ist tatsächlich so, ich kann den... ich kann die Fähigkeiten von anderen dann benutzen, oder? Schleichattacke. Besiege Arlong insgesamt 7-mal. Schön. Verlängert etwas die Zeit, die Gegner gelähmt bleiben. Okay. Also, ich schaue mir das später auch noch an. Aber interessant. Man kann also die Fähigkeiten je nach Captain hier nehmen. Okay. Moment, nein. Moment, da war ich... Wo war das jetzt? In der Ereignisse? Nein, in der Schatzliste. Oder? Ja. Hier, bei Captain Morgan habe ich das eben gesehen. Hier. Löse Morgans Kizuna-Spezialangriff einmal in einem Kampf aus. Das bedeutet doch, dass ich Captain Morgan spielen muss. Das heißt, theoretisch, ich müsste ihn freigeschaltet haben, um tatsächlich mit ihm zu spielen. Und ich habe keine Ahnung wie. Ich versuche es einfach beim nächsten Mal nochmal mit einem der anderen Charaktere zu spielen. Und ja, falls ich schaffe, dann schaffe ich es. Ja, tolle Zusammenfassung. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin... Mir fällt gerade was ein. Ich hatte ja zwischenzeitlich mit dem schlechten Mikro aufgenommen. Jetzt habe ich ein neues. Ich hoffe, dass es besser klingt. Wenn nicht, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Da muss ich nachgucken, ob ich noch irgendwas verbessern kann. Vielleicht in den Einstellungen. Vielleicht mache ich da irgendwas falsch. Also, wir sehen uns. Lebt wohl. Hinterlasst Kommentare und adios.